Hallo und willkommen auf dem Kanal Romino Basida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. So zumindest der Anspruch hier. Ob der denn eingehalten wird, muss man dann sehen. Ja, ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir vollzieht und die hier stattfindet, ja, festzuhalten, zu dokumentieren, zu beobachten, wie ich mich verändere, ob ich daran teilnehmen kann, ob ich partizipiere an der digitalen Gesellschaft und wenn ja, wie. Ja, über diese Fragen geht es hier und dann natürlich noch über Gesundheit, Ernährung und so weiter und so weiter. Älteren Leuten fällt immer irgendwas ein, um anderen Leuten das Ohr abzukauen. Sie kennen das hier, ne? Okay. So viel mal zur selbstkritischen Standortbestimmung als Ohrabkauer. Wir haben also heute den 21.10.2019. Wir haben jetzt 10.30 Uhr. Ich habe Tageslicht von vorne und ich nehme wieder auf mit meiner China-Kamera und dem Lavalier-Mikrofon. So viel mal zur technischen Ausstattung und ich sitze hier vor meiner Fotowand, also nicht vor einer real gemauerten Wand, wie Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben. Ja, zur Standortbeschreibung. Zum Thema eigentlich, OnLive, kommt jetzt, habe ich gestern also 7 Videos gemacht und damit bin ich zur Zweidrittelzeit des Monats, 20 Cent, weil gestern habe ich also 147 Videos voll gemacht, 147 im Oktober. Das heißt, ich müsste also im ganzen Oktober, wenn ich das jetzt zum Beispiel hochrechne, linear, dann müsste ich ungefähr auf über 200 kommen. Vielleicht nicht genau 220, vielleicht sind nur 210 oder so, ist ja auch egal. Aber so über 200 und damit liege ich schon 30 Punkte über dem Durchschnitt von 170. Also das würde sich gut machen. Der Oktober. Das vierte Quartal beginnt dann gleich mit einem guten Paukenschlag. Mit einem Paukenschlag von 200 und noch ein paar Videos. Ja, die Videos waren natürlich gestern wieder Müll. Müllvideos. Ich glaube, ich habe ein wenig ausprobiert. Musik variiert ja. Die Filter variieren auch. Ja, und bei dem Gelaber und so kann ich nicht wirklich feststellen, dass da eine Verbesserung eingetreten ist. Im Gegenteil, ich werde immer nachlässiger. Und das ist auch ein Problem, dass ich also mit meiner eigenen Nachlässigkeit hier zu kämpfen habe. Nachlässiger in Sachen Video. Ja, 170 ist so meine Maßzahl pro Monat, um 500 Stück im Quartal zu schaffen und 2000 Videos im Jahr. Ja, warum? Warum tut man sich das als Alter überhaupt noch an? Ja, einerseits muss man ja irgendwas tun im Alter. Und ja, YouTube ist sozusagen das Medium der Zeit und um daran zu partizipieren, um auch zu ausprobieren und auch daran teilzuhaben, probiert man das halt aus. Es geht nicht darum, hier Erfolg zu haben und es geht auch nicht darum, hier
viele Abonnenten und so weiter zu bekommen. Es geht darum, zu lernen. Es ist ein Lernkanal. Und zwar lernt nur einer hier und das bin ich. Ob Sie davon lernen, ist eine Frage der Einstellung, ob der Geduld und ob Sie das hier verfolgen oder nicht und was Sie daraus lernen. Also ich bin hier kein Erklärer. Ich erkläre Ihnen nicht die Welt. Ich verkaufe Ihnen auch nicht die Welt. Ja. Ja, das sind immer so 5 Hauptpunkte am Tag. Und das hatte ich schon erwähnt. Zweiter Punkt ist Gesundheit, Beine. Ja, gut, ging gut heute. Der linke Fuß wird besser. Und auch das Gehen wird besser. Bin heute einkaufen gewesen, heute Morgen. Und ja, das ging schon ganz gut. Im Vergleich zur letzten Woche. Natürlich schwankt das, je nachdem, wie ich aufstehe und mit welchem Bein, je nachdem, wie ich mich vertrete oder dann stehe ich mal verkehrt oder springe auf das falsche Bein oder so und dann haben wir wieder das Mal nur wie vorher. Also die Beine werden besser. Punkt Nummer 3, Ernährung, Diät. Ja, geht voran, langsam, zögernd. Heute mal einen Smoothie schon gemacht und schon verzehrt. Ein Müsli mal eingesetzt. Und für heute Abend müssen wir mal sehen. Habe ich noch nichts geplant. Gestern gab es Nudeln. Vielleicht mache ich heute wieder Nudeln. Mit Tomatensauce hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Die Sonne scheint im Moment. Im Oktober. Am 21. Oktober scheint die Sonne. Die Wintersonne oder Herbstsonne. Ja. Das war also der dritte Punkt, die Ernährung. Ja, wie gesagt, ich fange jetzt mit der dritten Woche an. Dritte Woche Food Diary und aufschreiben. Dritte Woche ja, 1 Kilo habe ich runter aus den letzten 2 Wochen. Und jetzt ja, es sollten insgesamt 5 Kilo runter, mindestens. Damit ich deutlich unter 90 komme und dazu brauche ich 10 Wochen. 10 Wochen, das heißt also, bis Weihnachten heißt das, für 5 Kilo. Ja. Mindestens bis Weihnachten. Und dann könnte man nächstes Jahr versuchen, vielleicht auf die 85 dann zu kommen. Wenn man bis dahin durchhält. Ja, Thema Bewegung sieht mal aus. Momentan bewege mich wenig bis zum Discounter zurück. Und dann mal ein bisschen Lauftraining auf dem Laufband oder Gehband. Und dann ein bisschen Ergometer. Das ist zu wenig. Das muss gesteigert werden. Und zwar sollte ich damit schon in diesem Jahr beginnen. Gerade jetzt hier, diese Zeit im Winter, sind wir ganz besonders kritisch. Weil da sehr wenig gemacht wird und das führt dann dazu, dass da
Muskeln abgebaut werden. Das muss vermieden werden. Ja, damit ich also mal mit einem guten Trainingszustand ins Frühjahr komme, um dann da wieder meine Touren aufzunehmen, meine alten traditionellen Touren, die ich bisher und die ich früher mal durchgeführt habe. Ja, Thema Nummer 4, Lektüre. Ja, ich habe gestern wieder etwas da gelesen. Thema 2.1.2.1.1. Da kommt heute vielleicht 2.1.2.1.2. Mit dem Adversary Learning oder und dann müsste ich mal sehen, dass ich vielleicht ein Mindmap heute dazu machen kann. Zu diesem Kapitel 2.1. Oder zumindest damit beginnen, um den Inhalt da sozusagen zu erfassen, wahrzunehmen und zu visualisieren. Das Modell von Mambo ist ja nur eine Nebensache hier. Es geht mir so um eine allgemeine Einführung bisher. Ja, Thema Nummer 4, 5 Medien. Thema Nummer 5 ist immer Medien. Ja, Nachrichten war gestern, glaube ich, gar nichts. Kann ich mich nicht daran erinnern. Weder, dass ich sie gesehen habe, noch was der Inhalt war. Und ja, und Fernsehen, ja, Tatus habe ich gestern nicht gesehen. Dafür habe ich die eine Serie da, das ist den einen Teil, der mir noch fehlte, da von Kathedralen des Meeres, den habe ich gesehen. Und das ist doch ein katholischer Film, ein sehr katholischer Film, mit Happy End. Also, es hat sich naja doch noch alles zum Guten gewendet. Und man ist der Inquisition entkommen durch die Jungfrau da des Meeres. Ja, wie das genau war, merkwürdig, geheimnisvoll. Aber der letzte Teil war durchaus auch ansehbar, weil er wieder die Realität zu einem Wunder führte und dass man so nicht erwarten konnte. Ja, überraschend war jetzt für mich, dass also diese Inquisition, die unterstand nicht der Kirche und die unterstand auch nicht dem König, sondern das war eine Organisation, die direkt dem Papst unterstand. Und die stand dann quasi über der Kirche
und darüber dem König. Und der könnte da gar nichts gegen machen. Ja. Und der König hatte Angst, dass er seine Schuldbriefe natürlich in die Hände der Inquisition fielen. Und damit hätte er der Inquisition dann zu Schulden gehabt. Und dann wollte er doch lieber da seinem eigenen Bürger schulden. Den er da zwangsverheiratet hatte. Also das Geschäft der Geldverleiher bestand also darin, dass sie genau wussten, wer welche Interessen hatte, wer Geld brauchte und wer welches hatte und dass sie dann auf diese Weise auch beurteilen konnten, was der Markt braucht und das dann rechtzeitig besorgten. Ja, ich bin schon wieder müde. Okay, Leute, das war das Thema Nummer, das war Thema Medien. Dann habe ich gestern noch eine neue Serie angefangen. Eine Serie über 1983. Da blickte ich lange nicht durch. Ich glaube, bis zur vierten, fünften Folge. Da bin ich jetzt und geht da um Polen und ich habe überhaupt gar nicht realisiert, dass es sich da um eine Science-Fiction handelt, um eine Zukunftsversion von Polen. Ich dachte, es wäre eine historische Version, eine historische Betrachtung da von Polen aus der Vergangenheit, aber das ist eine freie Fantasie und das wurde nicht so richtig deutlich. Es war ein Thriller und man fühlt sich so versetzt in das alte Polen, aber das ist ein ganz neues Polen, ist auch dabei mit Internet und so weiter und Überwachung. Und das irritiert doch schon. Ist gut gemacht, hat gute Kritiken auch bekommen, aber irritiert. Irgendwie auch da ist eine neue Regierung dran und dann gibt es ja Opposition. Vielleicht ist der ganze Film ja 1984 von Orwell orientiert. Also ein Jahr vor Orwell vielleicht. Weil er nennt sich ja so spartanisch nur 1983 und da war überhaupt nichts in Polen. Natürlich gab es da die Sache mit den Bergarbeitern. Ja. Und am 12. März, was ist da passiert? 1983, 12. März in Polen. Keine Ahnung. Ja. Wenn einem die Basis fehlt, dann kann man das natürlich auch nicht richtig einordnen. Der Film geht einem dann so durch die Lappen. Man kann froh sein, dass man dann durchhält,
und den nicht abschaltet. Ja, okay, Leute, das war's jetzt. Wir haben jetzt 10 vor 10, 10 vor 11 gleich. Ich mache mal Schluss, mir fällt auch nichts mehr ein. Und ich muss den Tee rausnehmen, der zieht schon zu lange.